Immer neue Hiobsbotschaften erreichen die Gastronomie. Schon wieder ein Schildbürgerstreich von Brüssel, der EU-Zentrale. Und letztlich fragt man sich, was soll das? Willkür, Langeweile bei den Abgeordneten oder Profilierungsneurose? Ja, es ist wirklich ein Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt, was den kleinen Unternehmen oder den kleinen Betrieben aufgeheuzt wird oder werden wollte, so geht es mir dazu. Aber die letzte Schikane mit den Nährwertbestimmungen, also bitte noch einmal, das ist eine echte Falschmeldung. Das kommt nicht, über das ist schon im Frühjahr gesprochen worden, haben wir mal besprochen. Und ich kann nur sagen, es ist nicht durchführbar. Und man kann nicht Gesetze machen oder Verordnungen und Bestimmungen, die in der Praxis nicht umsetzbar sind, und das ist wirklich eine Falschmeldung, kommt nicht und werden wir auch nicht machen, so geht es wirklich. Wer hat das durchgesetzt, dass es nicht kommt? Naja, da sage ich schon dank unserer Vertretung in der Wirtschaftskammer. Natürlich haben wir da darum gekämpft, dass es nicht kommt. Es kann nicht sein, dass man die kleinen Betriebe solche Dinge aufhäust, dass man sagt, jetzt da haben wir noch den Allergenen, das schon ein gewaltiger Aufwand ist und mehr Arbeit ist für uns Unternehmer, auch noch die Nährwerte auszeichnen sollen. Wie soll das gehen? Also da, das flexible Kochen wäre vorbei, weil wenn Sie jetzt kommen zu mir und sagen, Sie hätten gerne ein dünneres Schnitzel, muss ich sagen, gleich Herr Oberhauser, nicht möglich, weil das muss genau vorgegeben sein. Kann man nicht mehr machen. Ist das nicht ein Schildbürgerstreich? Ja, eindeutig ja. Jetzt, wenn Sie Ihre Gäste beobachten, die sich die Speisekarte anschauen und lesen die das überhaupt? Nein, es ist schon so, ich komme auch sehr viel herum und ich war jetzt da vor einer Woche in Kroatien unten und da gibt es auch keine Allergenauszeichnung. Ich war heuer in Spanien, keine Speisekarte mit Allergenauszeichnung, in Brüssel selber keine Karte mit Auszeichnungen. Also ich frage mich wirklich, was stimmt da in Österreich bei uns nicht? Haben wir keine anderen Sorgen? Aber jetzt muss man sich fragen, wieso lässt man sich das überhaupt gefallen? Ja, natürlich gehöre ich auch dazu zur Vertretung der Wirtschaftskammer. Und ich vertrete natürlich auch die Gastronomie. Bei unseren Besprechungen, muss ich ehrlich sagen, sind solche Dinge gar nicht am Tisch gekommen. Wir haben darüber mal diskutiert, aber das sofort abgelehnt. Warum das überhaupt weitergeht, ist mir ein Rätsel. Ich weiß nie, wo das herkommt. Es ist nie jemand verantwortlich. Manchmal denke ich mir wirklich, sind da Leute, die kommen nicht aus der Gastronomie oder ist es die Politik, sitzt jemand dahinter, der das unbedingt möchte, aber von uns selber wird es auf jeden Fall abgelehnt.